nach einer extrem packenden Fassung Mau Mau hat Marcelin gewonnen. Yay! Und zwar mit einer letzten Zahl, mit einer 7. Das konnte sie einfach nicht toppen. Und damit habe ich gewonnen. Also, und hier geht's erstmal weiter. Ich mache ein bisschen Level 12. Wir gehen weiter unseren Weg und greifen den an. Verdammt, der war schneller. Da, du es bisher geschafft hast, musst du gut sein. Ich werde in diesem Kampf alles geben. Ja. Immer wieder alles. Gib alles! Aber wir sind nur ein Ostrainer Susi. Susi! Pikachu! Peace! Als Haus. Oh, Level 36. Ah ja, wir sind schon Level 44. Ich dachte ja auch, wir sind erst Level 34. Oh Moment, ist peinlich eigentlich. Ja, hat aber gereicht. Und ja, Pikachu wurde besiegt. Und du hast noch einen? Turtok. Oh! Ein Turtok und ein Pikachu. Mhm. Schöne Zusammenfassung. Da kommt einmal ein Rasierblatt und schauen wir mal, ob du wirklich noch so Turtok-mäßig bist. Aber du bist viel Level tiefer. Heißt, du bist keine so große Gefahr. Volltreffer. Und besiegt. 1044 EP. Ein bisschen Leckerei. Astrena Susi wurde besiegt. Nein, ich kann das nicht glauben. Ja, musst du aber. You lose. Und hier ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Eisbeere. Oh, die Musik gefällt mir irgendwie. Können wir ausweichen? Tatsache. Aber wir wollen ja kämpfen. Wenn du harte Kämpfe bestreitest, wirst du stärker. Wenn du schwache Kämpfe bestreitest, wirst du auch stärker. Nur nicht so schnell. Komm, greift an. Ja, er ist drin, der Mike. Und ein Satzenia. Oh. Oh, wow, wow. Haben wir das schon gesehen? Ich glaube nicht. Body Slam. Level 32 auch nicht so stark unbedingt. Aber es hält ja schon was aus. Oh, Wickel. Mies, Digga. Ja, er scheint. Ich verstehe das manchmal nicht, ne? Wir kriegen mehr Schaden durch das, was wir gewickelt werden, als der Angriff. Gibt's da irgendeinen Grund hinter? Ich verstehe ihn nicht. Nee, verstehe ich immer nicht. 1309 EP, und was kommt jetzt? Oh, Flamara. Ja, definitiv. Sushane. Oh, schon Level 41. Ich check gar nichts mehr. Flamara, the Flammen. Katzchen, was einmal kurz ertränkt wird und ja, das dann war's, ne? Wisst ihr, was mir gerade so einfällt nebenbei? Der erste Top 4 ist Eis. Wir brauchen entweder Kampf oder auch, wie heißt es jetzt? Eis, Feuer, Kingler, oh. Frage ist, was haben wir denn gegen Eis dabei? Kingler, wow. Los, Meganie, deine riesige Klaue. Pass auf, dass ich die nicht kaputt mache oder so. Ja, Kingler ist natürlich, weißt du, hast du das gedacht, ist ja auch eine Krabbe. Kingler wurde besiegt. Meganie hält 1400 FEP. Und heute leckt es mal wieder richtig. Das ist typisch Pokémon. Das Leben ist noch härter. Ja, das, da fällt mir jetzt was ein, aber den Spruch lasse ich jetzt nicht raus. Ich hoffe, das war's erstmal so an. Oh, Nervensägen von Trainern. Boah, von hinten greife ich an. Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Ja, viel Glück. Fred möchte kämpfen. Mir kommen mal so Gedanken. Nach was wird eigentlich diese Top 4 Geschichte da bewertet? So, ist einfach nur so Gruppenkampf oder. Ja, und der Beste kommt halt ins Finale. Oder Achtelfinale, Viertelfinale. Aber müsste es auch ein 16. Finale geben. Ah, ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es wirklich nicht. Also ich wäre eine lustige Idee, muss ich mir zugeben, ne? So, ja, 16. Kampf. Aber dann würden ja immer die gleichen weiterkommen. Level 45! Wir nähern uns langsam Level 50. Dann sind wir unaufhaltbar. Oh, Enteron. Aber Enteron haben wir, glaube ich, gesehen. Oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, doch nicht, ne? Nicht, dass ich mich jetzt entsinne. Ich habe gerade keine Ahnung, ob wir wirklich den Enteronern begegnet sind. Aber ist ja auch nicht schlimm, jetzt sind wir jetzt begegnet und wir haben es extrem besiegt. Und 1305 Fred wurde besiegt. Ich habe es vermasselt. Ja, wie immer. Oder 98% des deines verdammten Lebens. Da ist ein Ball. Doch, ich glaube, dafür müssen wir kämpfen, oder? Nein, falsche Richtung gedrückt. Ich habe gegen einen Trainer namens Spanner Ja, er war sehr stark, aber er schien, als sei er vom Siegen besessen. Seine Pokémon taten mir leid. Ja, Spanner hat zugeschlagen. Der, oh sehr, ein schöner Name finde ich irgendwie. Galoppa, Juhu, ein schönes Pokémon. Also für einen weiblichen Trainer ist ein Galoppa oder ein Ponita eigentlich richtig gut, aber in dem Fall jetzt gerade nicht für mich. Zu Shane. Also, Vorrollenschlag. Zwei Treffer nur. Das ist gut. Dann kontern wir mal mit dem Luftstrahl. Gucken, wie du das findest. Hört mal ein, die hat gerade Furienattacke eingesetzt. Das ist doch keine Feuerattacke. Warum macht die das? Eigentlich hätte die auch Feuer einsetzen müssen. Also, theoretischer Gedanke. Und ja, der wurde besiegt. Pokémon sind keine Kriegswerkzeuge. Gib mir deine Telefonnummer. Pokémon sind unschätzbare lebenslange Partner. Meine letzte Niederlage liegt lange zurück. Du kämpfst sehr gut. Wir sollten wieder kämpfen. Ich glaube, dass ich stärker werde. Wenn ich einen starken Trainer will, dich herausfordere, wie sieht's aus? Gibst du mir dein Telefon? Ja. Bap, 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 bap. So. Lass uns wieder kämpfen. Okay. Ja, komm, greif an. Ja, und hier ist unser Pokéball. Top Elixier. Ja, könnte man gut gebrauchen. Und dann geht's hier runter und wir müssen den ganzen Weg nochmal nach oben gehen. Boah, Grafikbugs. Ich glaube, die habt ihr gar nicht gesehen, das war zu schnell. Ja. Nur Trainer, die sich als würdig erweisen, Wiesen haben, dürfen eintreten. Oh, alle 8 Orten von Johto. Bitte geh weiter. Du bist auf dem Weg zur Pokémon-Liga, nicht wahr? Die Top 4 sind so stark, dass es allen Angst macht. Sie erwarten dich. Ja, und hier geht's zum Silberberg, aber da kommen wir noch später hin. Mir fällt gerade mal so ein. Ach, egal. Oh, ja, genau, die wilden Kämpfe. Ein Golbat. Könnte ich zurückgehen und mir ein... Ja, so eine Art... Wie heißt es? Top-Schützen zu holen, eigentlich? Ja. Andererseits sind das gute Mega-EP. Oh, das war mal ein bisschen heftig jetzt. Andererseits, das würden die Kampfparts so unendlich lang machen, weil ich immer kämpfen muss. Nein! Schlag aufs Maul! Ich bin doch verwirrt, Mann! Und zur Strafe hau ich mich selbst. Hallo! Zur Strafe werde ich nicht mehr verwirrt sein, aber ich bin verwirrt und Strafe schlage ich mich schon wieder selbst. Aber ist irgendwie blöd! Du bist verwirrt, aber nicht alkoholisiert! Geht doch. Also ein Golbat wäre auch mal cool. Ja, das wird jetzt zum X-Bug mit genug Liebe. Ne, für 830 EP. Ne. Dann gehen wir mal gerade ein paar Top-Schutze holen, ne?
fliegen. Fliege, mein Vogel. Ups, ich sah grad was. Und das hat mir gar nicht gefallen. Shopping-Tour! Willkommen, womit kann ich den kaufen? Topfschutz. Ich glaube, 10 Stück reichen. Ja, genau. So. Und wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Komm wieder. So. Guten Tag, willkommen im Pokémon. Einmal direkt heilen, ne? Ja. Okay, wir müssen ein Pokémon. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl im Magen. Zopfwitz, komm jetzt wieder vorbei. Da will ich mal was nachgucken. Kann ich überhaupt? Taboga, fliegen. Ja, genau, ich kann nicht rüber nach Kanto. Das heißt erstmal, nein, ich beende den Part nicht. Ich erspare euch den Weg. Ich bin also gleich wieder da, im vorderen Haus der Siegelstraße. Bis gleich. Und zurück, ja, wir gehen jetzt mal erstmal weiter. Ja, ich habe jetzt nur den ganzen Weg gegangen, hat auch keine 2 Minuten gedauert. Hat natürlich, ja, für den Wettbewerb hier, gibt mir Strafe jetzt halt, ich denke mal so 2 Minuten oder so, aber das Wettbewerb findet ja eh nicht mal statt, also von daher, aber die Musik gefällt mir nicht. Ich habe einmal Topschubs angesetzt, damit ich wenigstens in Ruhe dahin kann. Damit ich nicht irgendwie illegal Level abkriege oder so. Nein. Erst hier lang. Ich glaube, hier ist eine Wahl zwischen 2 Items. Oh, hier sind 2 Items. Hyperheiler! Yay! Hyperheiler! Gut so. Toppel! Oh, Toppelleber. Den werden wir bestimmt für die Top 4 gebrauchen können. Und hier ist doch auch was. Ich bin doch nicht blöd. Das ist hier unten nichts. Geiz. Alles nur geizige Leute hier. Und da ist eine Stufe, wollte ich gerade sagen. Nein, eine ganze Treppe. Oh Gott, die Musik geht mir jetzt schon auf den Keks. Und wo sind die Trainer? Gab es hier nicht ein paar Trainer, die kämpfen wollten? KP Plus! Yay! 1 KP Plus oder 2, je nachdem. Die müssen doch Trainer geben, die kämpfen wollen, oder nicht? Wobei ich mich jetzt ein bisschen auf den Arm nehmen. Hallo Trainerlein, kommt und kämpft mit mir. Ich habe eh keinen Plan gerade, wo ich lang gehe. Oh, anscheinend finde ich hier Top-Genesung. Und gehe einen geilen Weg. Ja, egal. Gucken. Ja, genau. Und dann gehen wir mal hier lang. Schutz weg nicht mehr. Von wegen. Was ist hier? Ein Loch. Fall ich aber jetzt nicht rein, weil ich keinen Bock habe, da irgendwo zu landen, wo ich wieder nicht weiß, wo ich hin muss. Ach, hier ist schon Ende? Oh. Moment! Wirst du dieses Pokémon-Liga-Abenteuer bestreiten? Bring mich nicht zum Lachen. Du bist viel schwächer als ich. Ich bin nicht mehr so wie früher. Nun habe ich die besten und stärksten Pokémon. Ich bin unschlagbar. Mal sehen, ich fordere dich heraus. Du hast wenigstens meinen Namen gesagt und das gibt einen Pluspunkt. Yay! Ja, den Kampf kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Spanner möchte kämpfen und schickt Sneebel in den Kampf. Ja, und damit haben wir den krassen Nachteil. Du bist nicht mehr so schwach wie früher. Ja, wir sind leider ja Pflanze und das heißt, wenn der Eis einsetzt, dann haben wir leider einen kürzeren gezogen. Ah, mein Ohr! Aber wir haben nicht den Kürzeren gezogen. Immer noch nicht den Kürzeren gezogen. Ah, okay, ein Volltreffer. Dann haben wir ein bisschen den Kürzeren gezogen, aber das macht eigentlich gar nichts aus. Nummer 1 von dir besiegt. Es steht 1-0 für Marcelin. Und 961 EP. Schwanger setzt Golbat ein. Oh.
Also für Kreuz-Quer-Variante haben wir wirklich was im Petto. So wie es ausscheint. 36, ja, doch schon stärker. Na, gucken wir mal den Steinwurf an. Und wir werden verwirrt. Oh, die Musik, ey, ist mächtig laut. Ich hoffe, wir treffen jetzt und hauen nicht wieder selber. Oh, komm! Habt ihr heute alle euren Ich verprügel mich selber Tag oder wie? Bis. Nanjangmanam. So, geht doch. Wird es 2-0 stehen? Eigentlich nein. Biss. Ja, super. Beiß mich. Ja, nicht mehr verwirrt. Steinwurf und damit bist du besiegt. Und dann kommt bestimmt sein Tonupto. Ich denke es auf jeden Fall. Und aber erstmal kriegen wir ein Level Up mit Legirock. Legirock. Und Girock versucht. Ohohoho! Erdbeben definitiv lernen. Soll Attacke zugunsten von Erdbeben vergessen werden? Ja. Welche denn? Finale brauchen wir nicht mehr. So, Finale weg und Erdbeben. Ein riesiges, mächtiges Erdbeben. Kadabra. Oh, Kadabra ist auch gut, ja. Nein, wir wollen es nicht wechseln. Ich glaube, Spanner schlägt eh später nochmal zu. Oh, Kadabra. Lass mir direkt mal Erdbeben. Sehr. Er hat eine Attacke. Ja. Boah, mega Bildschirmwackelei. Und? Mächtig. Sehr mächtig. Also die Attacke wird uns bestimmt noch helfen. Alpollo. Okay, Alpollo. Ist Gift. Also wechseln wir nicht. Also wir noch mal unser mega mächtiges bisschen Wackelei-Erdbeben ein und dann, ja, die Hand. Die Hand habe ich ganz vergessen. Fluch. Ja, okay, den Fluch habe ich auch ganz vergessen. Ich meine, heutzutage im Pokémon setzt nicht mehr Fluch ein, das sieht man so selten noch. Die Attacke ist eigentlich richtig geil, die Idee ist geil. Das geilste Pokémon, die diese Attacke Fluch können, man, ja, sich die Energie aussaugen, um dich mit dem Fluch zu belegen. Alter. Also Georg ist hier wirklich klar im Vorteil. Magneton. Und nochmal Erdbeben. Aber erst Ultraschall. Ja. Und dann Erdbeben. So. Und ja, wieder besiegt. Also, das ist irgendwie... Ja, und das ist irgendwie diese Girock. Girock hätte eigentlich bei allen, auch bei Sneebel, eine gute Chance gehabt. Nein, und Tornupto. Wow, ich bin böse und fresse dein Blut. Ach ja, die Seher war ja auch noch da. Nein, den habe ich ja ganz vergessen. Ja, klar. Ach Gott. Daneben zu Shane. Und mit zu Shane lassen wir mal krass Blutstrahl ein. Und dann verabschiede ich bestimmt auch schon Tornupto von uns heute. Wow, oh, sehr robust. Rauchwolke. Bevor du mich jetzt ganz blind machst. Komm, ja, okay, dann besiegen wir dich erstmal. Und damit bist du, ja, eliminiert. Und wir erhalten 1701 EP. Spanner wurde besiegt. Ich konnte nicht gewinnen. Du hast gescheatet. Ich habe alles gegeben, was du besitzt und was mir fehlt. Langsam begreife ich, was der Drachenmeister zu mir sagte. Ja, was hat er denn zu dir gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe nicht aufgegeben, der weltbeste Trainer zu werden. Ist doch gut. Ich werde herausfinden, warum ich nicht gewinnen kann. Und dann werde ich stärker, mächtiger, schmächtiger. Wenn ich soweit bin, fordere ich dich heraus. Dann werde ich dir die Eliten, ja. Bleib bis dahin dabei. Auf Wiedersehen. So. Das gefällt mir nicht. Die ist aber hier auch. Schade. Dann stehen wir halt hier ein bisschen draußen und sagen erstmal hier...
Ein schöner langer Part, aber ich sag erstmal hier Masala Vista, Baby, und bis zum nächsten Mal. Ja, eher gesagt, Masala Vista, heißt ja so viel dafür. Also, Masala Vista, Baby.